Noch bitte ein Stück zurück. Er kam aus dem Lokal und ist so ziemlich direkt auf mich zugekommen. Ich glaube, er wollte die Straße überqueren, als der Wagen kam. Also, der Wagen kam von da und es war ein gelber Mercedes, ja? Ja, der fuhr ziemlich schnell. Ja. Stimmt das denn, was sie sagt? Was den gelben Mercedes angeht, ja. Ja, und was sonst? Ob der Mann dort aus dem Lokal kam, kann ich nicht sagen, denn ich hatte meine Augen auf der Straße, wo sie auch hingehören. Jetzt hören Sie doch endlich auf, sich wegen so ein bisschen Blech so aufzuregen. Was heißt denn hier ein bisschen Blech? Dankeschön. Erstens ist das eine Kunststoffkarosserie und zweitens, bitte schauen Sie sich das doch mal an. Na, ich schaue mir jetzt überhaupt nichts an. Hier, bitte, gehen Sie mal weg da. Alles eingedrückt. Also ich sehe nichts. Ob Sie was sehen oder nicht, ist mir egal. Wahrscheinlich ist der Rahmen verzogen. Das hören Sie doch endlich auf. Der Tote heißt Rubi Kantmeier. Das war ein Boxer. Das war ein ziemlich guter. Hast du den gekannt? Nee, ein Kollege drüben hat den Boxen gesehen. Dem haben sie aus dem Mercedes in die Beine geschossen. Was heißt denn hier? Die Beine. Und daran ist er gestorben. Das Ganze passiert nicht. Schwaches Herz, sagt der Arzt. Genau ist in dem Bericht. Und unlogisch. Ich gehe da mal in die Kneipe, da soll er nämlich rausgekommen sein. Also bin mir ganz sicher, dass der Schrott überhaupt noch. Nee, das heißt, Herr Wachtmeister, ich hab die Frau war. Ich hab's vergessen. Herr Wachtmeister, können Sie sich denn nicht mal um diesen Unfall dort kümmern? Denn ich meine, der Tote ist ja schließlich tot. Sag mal, sind Sie krank? Ja, der ist Fetischist. Was heißt denn hier Fetischist? Was ist das überhaupt? Das ist mein Auto. Wir hätten gar nicht bemerkt, dass das Schüsse waren. Wir sind erst raus auf die Straße, nachdem die beiden Autos zusammengekracht sind. Wir dachten zuerst, der Mann ist angefahren worden. Und dann musste ich wieder rein, weil das Telefon ging. So? Wir waren dran. Meine Frau. Ich muss nachher zur Bank. Ich hatte die Stromrechnung. Sagen Sie, muss ich eigentlich alles sagen? Nö. Nö, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aus Ihrem Lokal ist er nicht gekommen, weil Sie ja noch geschlossen hatten. Ne? Genau. Darf ich mal? Ja. Tanner. Christian Tanner. Angenehm. Susi. Susi Stäuben. Aha. Angenehm. Was ist denn hier los? Gehen Sie auch bitte ein Stück zurück. Wir hindern hier alles. Treten Sie zurück, gehen Sie von der Fahrbahn. Bitte gehen Sie auf den Gehweg. Bis hinter die Fahrzeuge. Mensch, ich hab dir doch gesagt, du sollst im Auto bleiben, du. Also, hier komm, nimm das an dich, ja? Ich hab einen Toten gefunden. Ja. Ich muss die Kleine schnell nach Hause bringen. Grüß dich. Wir sehen uns später. Herr Kommissar, ich warte jetzt schon seit einer Stunde und kein Mensch kümmert sich um mich. Ich verlange, dass jetzt endlich dieser Unfall aufgenommen wird. Selbstverständlich. Ihr Name? Menger, Klaus Menger. Herr Menger, ich komm mit aufs Präsidium. Du, sag mal, wie ist es? Hä? Sollen wir wieder mit Blaulicht fahren? Nein, ich hab keine Lust. Naja. Mensch, hätte ich dich bloß nicht mitgenommen. So. Unterschreiben Sie bitte. Ich unterschreibe nichts. Kann ich jetzt gehen? Moment, wie bitte? Das weiß doch jedes Kind, dass einem sowas leicht als Schuldeingeständnis ausgelegt werden kann. Bei einem Unfall nie etwas unterschreiben. Spinnt doch. Aber das geht nicht um den Unfall. Es geht um den Toten. Ach, und Sie meinen, das vereinfacht die Geschichte, ja? Kann ich jetzt gehen? Sie sind ja vielleicht komisch. Nichts unterschreibe ich. Gar nichts. Kann ich jetzt gehen? Hier geblieben. Sie können gehen, ja. Und ich? Sie auch. Und meine Unterschrift? Ich denke, Sie wollen nicht unterschreiben. Karneval, wie gehabt, was? Ich kann auch ohne Ihre Unterschrift leben. Eine Dienstauffassung haben Sie. Und wie komme ich zu meinem Geld von dieser Person? Also jetzt langt's mir aber. Es reicht schon, dass der Arsch überhaupt Auto fahren darf. Aber die Show, die dieser Rüstoper hier abzieht, ist einfach pervers. Haben Sie das gehört? Haben Sie das gehört? Schreiben Sie das auf. Das schreiben Sie auf. Das gehört ins Protokoll, nämlich auch nicht die Lügen dieser Schlampe. Ja, ja. Eine Etage tiefer ist die Verkehrspolizei, der können Sie das alles erzählen. Die interessieren sich sehr dafür. Wohl ja. Wahnsinnig. Nur wahnsinnig.